Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disney Dreamlight Valley. Ich habe ein bisschen privat weitergespielt. Und ja, wie ihr seht, habe ich tatsächlich ein kleines neues Begleiterchen. Es macht so süße Geräusche, die Schildkröte. Und ich habe das Kleid von Anna. Außerdem habe ich ein paar Quests weiter gespielt, ein paar Freundschaften vertieft. Für Donald müssen wir auf die sonnige Ebene und seine Kisten mit den Dreamlight-Verstärker wiederherstellen. Zu Elsa müssen wir nur in die Eishöhle aktuell. Nachtschermen müssen wir für Merlin herstellen. Okay, die Quest von Minnie wird ein bisschen dauern. Wir brauchen sehr viel Hartholz und noch Eisenbachen. Und für Vaiana müssen wir... Haben wir einen Ehrenplatz gebaut, auf dem sie die Nachtscherben drauflegen kann. Und den müssen wir in der Nähe unseres Hauses platzieren. Außerdem habe ich die benötigte restliche... wie heißt sie? Die Erde. Die fruchtbare Erde besorgt. Und wir können die Quest nun abschließen, indem wir mit Scar sprechen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch zuerst. Dafür müssen wir erstmal Scar finden. Der schlummert. Okay, er schlummert nicht, aber er befindet sich in seiner Höhle. Ich dachte, ich mache einfach privat auch ein bisschen weiter. Weil dieses ganze Farm von einigen Materialien, das müsst ihr ja nicht unbedingt miterleben. Und dementsprechend habe ich das mal gemacht, als ihr noch nicht dabei wart. So, dann gehen wir mal zu Scar und schauen, wie diese doch sehr langwierige Quest ein Ende findet. Okay, das ist eine der Dinge, die wir für Donald untersuchen wollen. Das machen wir gleich, nachdem wir bei Scar waren. Oh, Hallöchen. Da bist du ja. Wie ich sehe, hast du wieder Leben in mein Königreich gebracht. In dein Königreich, ja klar. Und kein Moment zu früh, ich bin völlig ausgehungert. Ehrlich gesagt hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest, auch nicht mit meiner Hilfe. Ich habe auch nicht daran geglaubt, oh, die Musik. Aber der Song von Scar war sowieso der beste aus dem König der Löwen Soundtrack. Danach kam Hakuna Matata. Aber Scars war definitiv der beste. Unterschätze mich nicht, Scar. Ist das eine Drohung? Vielleicht inspiriere ich dich ja. Vielleicht wird aus dir noch eine kompetente Herrscherin. Ich schätze, in diesem Teil ist genug Platz für uns beide. Solange du eines nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich und sie gehört niemandem sonst. Mhm. Sicher. Vergiss das niemals. Ja. Das war's. Ah, wir haben schon die nächste Quest. Hallo. Ach du meine Güte, wenn das nicht unsere erlauchte Herrscherin ist, die sich unter das gewöhnliche Volk mischt, was für dich in meinem Bescheiden bleibe. Brauchst du was? Wie großmütig von dir. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Für jemanden, der die Herrscherin dieses Tals sein soll, siehst du ziemlich schäbig aus, was? Ich sehe ja wohl großartig aus. Sind die Tribute nicht mehr das, was sie mal waren? Mit mir ist alles in Ordnung. Hier fehlt es an Würde. Oi! Dein Fell ist stumpf und zerflummt. Kaum eines Warzenschweins würdig. Mein Kleid ist Bombe und das Beste, du kleiner Bettvorleger. Wenn du über diese Gebiete herrschen und mit mir, dem König der sonnigen Ebene, zusammenarbeiten willst, wirst du dich darum kümmern müssen. Ich muss also mein Outfit ändern, um ein wenig herrschaftlicher auszusehen. Ja, meinetwegen. Ich finde, ich bin herrschaftlich genug. Kann es kaum erwarten. Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die du auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen für einen Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ein Mantel.
Oh nee, nicht mit der Muttergurgel. Ah, warum muss denn ausgerechnet sie? Ja gut, lieber mit ihr als mit Ursula. Aber ich glaube auch nicht, dass man an die nähen kann. Ich habe ihre Besessenheit für all diese Intrigen nie verstanden. Denn ist irgendwie lustig, wenn es von dir kommt. Oh, Melika, ich würde nicht im Traum dran denken, dich zu betrügen. Natürlich nicht. Du hast deinen Bruder betrogen, als würdest du nicht sonst wen auch betrügen. Irgendjemand, den du kaum kennst. Jetzt lauf und vergiss nie. Das Freunde sind keine Nahrung. Schöner Questname. Wenn wir gerade hier sind, würde ich tatsächlich auch noch die Sachen für Donald erledigen. Und diese Kisten zurückholen. Und wir haben genug Dreamlight, um das letzte Stückchen Land zu öffnen. Das vergessene Projekt heißt die Quest von Donald. Hier, und das letzte Stück liegt hier. Bring Donald die Kisten. Das andere ist wahrscheinlich, sprich mit Motor Godel. Okay, es wird mir nicht mal angezeigt. Doch, da. Ja. Okay, Muttergurgel. Mache ich dann wohl sofort. Wo bist denn du aktuell? Ah, Donald, hi. Wenn Donald schon zu mir kommt, kann ich das auch zuerst erledigen. Hier, du kriegst die 3 Holzkisten. Er freut sich. Wow, sieh dir das ganz Zeug an. Es ist ein Haufen mechanischer Dings, das und Zubehörteile. Hm, ich erinnere mich. Ich wollte einen Brunnen für das Dorf bauen. Wir haben doch schon ganz viele Brunnen. Oh, aber es fehlen noch ein paar Teile. Und selbst wenn ich sie alle hätte, wüsste ich nicht, wie ich ihn bauen könnte. Hallo, Mutter Godel. Schön, dass Sie gerade alle zu mir kommen. Gib mir den Dreamlight-Verstecker. Ich bringe ihn, Mickey, zurück. Bitteschön. Mach keinen Blödsinn damit, Donald. Ich kenne dich doch. So, reden können wir trotzdem mal kurz. Ach, das wieder. Ich hab dich nicht Dummkopf genannt. Halte dich im Auge. Ja, ist in Ordnung. Also, hallo, Muttergurgel. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Melika, und was verschafft mir heute das Vergnügen deiner Gesellschaft? Also dieser Löwe, der auf der sonnigen Ebene lebt. Lass mich raten, du willst ihn loswerden, bevor er irgendjemanden jagt und frisst. Ich hab genau das Richtige. Daran dachte ich halt auch schon. Er meinte ja, oh, endlich leben wieder Tiere hier. Ich hab so Hunger. Er wird doch jemanden fressen wollen. Nein, ich versuche Scar davon zu überzeugen, mit mir zu reden, aber er wird es nicht tun, solange mein Mantel für eine Herrscherin nicht angemessen ist. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Möglicherweise. Aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen in einen Mantel zu verwandeln. Es ist abscheulich. Scar könnte nur zu dich für mich sein. Scar, um sich herum zu haben, um ihn für deine eigenen Zwecke zu manipulieren? Ich kann nicht sagen, dass ich das missbillige. Wenn du willst, dass ich dir einen Mantel machen soll, musst du mir die Materialien bringen. Fasern, Stoffstücke, Zitrin und einen Eisenbarren. Okay. Zitrin für einen Mantel? Warum willst du, dass ich nach Edelstein suche? Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Okay. Ich mach nur Spaß. Du solltest wirklich öfter lächeln, Melika. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm erst zurück, wenn du alles hast, worum ich dich gebeten habe. Worauf wartest du noch? Ich hab alles, ich brauche nur Zitrin. Das ist praktisch chill, Donald. Er richtet sich auf, läuft wieder und fällt wieder auf die Nase. Ach, Mutter Gurtel, wenn du schon hier bist. Hallo. Du könntest mich begleiten. Ich brauche jemanden, mit dem ich die Spitzhacke teilen kann. Der Nebel. Ist das eigentlich neu, dass es hier Nebel gibt? Das wäre mir zumindest früher nicht aufgefallen. Sehr cool. Aber der kommt so schnell und geht auch wieder so schnell. So, Muttergurgel, Frau. Hallo, neu. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich habe etwas für dich. Gibt es etwas, das du mich fragen möchtest?
Manchmal frage ich mich, wie es wäre, wie Elsa Kräfte zu haben. Wenn du eine Kraft haben könntest, was würdest du wählen? Die Form zu verwandeln. Oh, du könntest dich in einen Vogel verwandeln oder ein Eichhörnchen oder ein Rentier. Aber ich solle nicht für dich wählen. Es ist deine Kraft. In was würdest du dich verwandeln? Boah. Von den Sachen in einen Vogel. Das ist wirklich schlau. So kannst du deine Form wandeln und hast gleichzeitig die Kraft des Fliegens. Auf Wiedersehen. Haben wir denn sonst hier eigentlich noch irgendwo? Ach ja, weiter vorne. War noch Zeug zum Abbauen. Oh Gott. Ihr gebt mir Money. Ach nee, stehen wir doch nicht im Weg rum. Okay, cool. Hat noch so geschafft. Kleidungsstücke. Oh. Das scheint irgendwie cool. Passen die denn dazu? Na, leider nicht. Passen leider farblich überhaupt nicht dazu. Ja, Shell, die macht wieder so süße Geräusche. Zitrine gab es, glaube ich, gar nicht hier oben. Ich muss gerade überlegen, wo hatten wir Zitrine gefunden? Am Strand? Nee, ich glaube bei Mutter Gothel tatsächlich im Sumpf. Ich glaube im Sumpf gab es Zitrine. So rein an sich würde ich aber sagen, Mutter Gothel ist von den Bösewichten, die bei uns im Dorf gelandet sind bisher, die mir am wenigsten Angst macht. Also vor der ich am wenigsten Angst hätte, dass sie irgendwie krumme Dinge dreht. Also sie dreht so rumme Dinge und so, aber ich habe nicht sofort die Angst, dass sie mich instant verflucht. Sie wirkt mir am harmlosesten. Das ist das Wort, was ich haben wollte. Am harmlosesten wirkt sie. Ich meine, klar ist sie böse. Aber ich glaube, es gibt für sie tatsächlich am meisten Punkte, mit denen man sie noch überzeugen kann, einem zu helfen. Ohne gleich die ganze Seele verkaufen zu müssen, anders als bei Ursula. Hallo Goofy. Sachen verkaufen. Die beiden Sachen will ich eigentlich für die Krokodile behalten. Ich will die für die Füchse behalten. Den Rest brauche ich für Quests. Blümchen, die sind so selten. Die will ich eigentlich nicht hergeben. Pilze. Genug Platz für die Trine dürften wir jetzt auch haben. Du bist doch ein Zitrin, obwohl du eher rötlich aussiehst. Okay, das war einer. Wieso gibst du mir keinen zweiten, Frau? Was habe ich dich dabei? Oh, Schild, die macht so süße Geräusche. Das ist ja großartig. Und wie süß er tapselt. Hallo. Ja, das ist kein Zitrin. Und natürlich gibt sie mir davon einen zweiten.
Warum nichts von Zitrin? Immer das, was man nicht braucht. Hallöchen. Die Vanille kannst du haben. Die Smaragde kannst du alle haben. Die Kohle kannst du haben. Dich haben wir noch gar nicht abgebaut. Ja gut. Da haben wir nicht bekommen, was wir brauchten. Sammlung. Wo kann ich denn noch Zitrine sammeln, abgesehen vom Sumpf? Sonnige Ebene tatsächlich, angeblich. Nun, schauen wir doch mal nach. Und nehmen wir direkt mal unterwegs die Sachen mit, die Wolli angebaut hat. Und verkaufen. Ja, Mutterkotel singt, sie ist glücklich. Ich weiß nicht, ob das was Gutes heißt. Aber erstmal bin ich glücklich, wenn Menschen glücklich sind. So, ich lager mal die Blume. Ist ja eigentlich egal, in welcher Kiste die liegt. Genauso wie den Fisch. Den ich für die Tiere behalte. Die Algen, die ich für die Tiere behalte. Ich muss mir nur merken, dass ich die Sachen hier reingelegt habe, wenn ich sie später wieder brauche. Hallöchen. Die Sachen kann ich alle verkaufen. Normalerweise würde ich sie kochen, bevor ich sie verkaufe. Es gibt mehr Geld, aber ich will gerade einfach das mit den Zitrinen erledigen. Hallo, Vajana. Wir sind schon höchste Freundschaftsstufe. Hey! Egal, wir reden trotzdem. Als ich klein war, wollte mein Vater, dass ich dort glücklich bin, wo ich bin. Dass ich mich auf meine Verantwortung gegenüber meinem Volk konzentriere. Aber da war etwas in mir, das mich zum Meer zog. Ich habe einen Weg gefunden, diese beiden Dinge zu vereinen. Unser Volk fährt nun wieder zur See. Ich bin glücklich, wo ich bin. Ich bin froh, dass du einen Weg gefunden hast, die beiden Dinge zu vereinen. Ich würde gern eines Tages eine Reise machen. Oh, ich weiß, dass es dir gefallen wird. Nachdem ich gesehen habe, wie du mein Kanu benutzt hast, kann ich sagen, dass das Meer dich genauso anzieht wie mich. Danke. Yay. So, sonnige Ebenen. Nicht länger schnacken, sondern ab geht's. Wir wollen ja vorankommen heute. Wir haben aber auch noch ein paar andere Quests, die wir abschließen können, von daher. Und wie gesagt, wir können hier auch noch den Bereich freischalten. Wir finden hier leider nur Gold, so in der Regel. Zitrine habe ich noch nicht entdeckt. Ich meine, wir könnten in der Höhle mal gucken. Da gibt es ja eigentlich immer viel. Auch viel Wertvolles. Hallo Vögelchen, ich weiß nicht, was du gern isst. Irgendwelche Beeren? Wahrscheinlich nicht, sonst... Das mag er nicht, okay. Cool. Süß bist du trotzdem.
hier lag noch Gold. Wann habe ich denn Gold liegen lassen? Oh, tatsächlich, Anzitrin, wir kommen übrigens doch nicht mehr in die Höhle. So, bitteschön. Ah, da bist du ja. Und du hast alles, was ich wollte. Auch ein paar Zitrine. Die sind für mein Schmuckkästchen. Du bist ein Schatz. Mhm. Warte, du hast die Edelsteine gar nicht gebraucht. Sie sind für dein Schmuckkästchen? Du hast mich reingelegt. Du hättest einfach fragen können. Sieh es als Bezahlung für meine Dienste an. Und lass dir das eine Lehre sein. Nichts ist umsonst. Hier ist dein Mandel. Wie versprochen. Viel Glück mit diesem widerlichen Tier. Das sieht ja furchtbar aus. Ach Gott. Ich habe dieses wunderschöne Kleid und soll jetzt diesen hässlichen Mantel anziehen. Oh nee. Das ist ja eine Katastrophe. Aber die Hose ist stylisch. Ach ja. Jaska, ich bin hier und du... Was für ein Zufall. Genau dich wollte ich sprechen. Hast mich blamiert mit diesem Frauen, ich weiß oder nicht was. Zeit. Siehst du, das war doch nicht so schwierig, oder? Selbst ein Warzenschwein hätte das geschafft. Aha. Ich denke, ich soll dir den Grund für meine miese Laune nennen. Es ist ganz einfach. Ich bin am Verhungern. In diesem Dorf gibt es kaum Beute für mich. Natürlich habe ich einen deiner fetten, gefiederten Nachbarn gesehen. Alter, aber ich nehme an, es würde dir missfallen, wenn ich einen von ihnen verspeisen würde. Ja, das würde mir definitiv nicht gefallen. Sie sind Freunde, kein Essen. Wenn du darauf bestehst, aber ich muss etwas fressen. Wir können es Fisch essen, Katzen lieben Fisch. Vielleicht mögen deine kleinen Kätzchen das, aber ich bräuchte eine Fischmahlzeit für einen Löwen. Ich bin am Verhungern. Okay, okay, ich denke, Remy kann uns am besten helfen. Die Ratte? Das ist nicht mal ein Appetit haben. Aber wenn ich keine andere Wahl habe, du sollst nicht Remy fressen. Du sollst... Remy ist Koch, der kann dir bestimmt helfen, irgendwas zu finden, was dir schmeckt. Wir können Remy bitten, dir etwas zu kochen. Ich erinnere mich an die ekelhaften Mahlzeiten, die er vor dem Vergessen zubereitet hat. Ich hoffe um seinetwillen, dass er nun besser kocht. Wenn es sein muss, fresse ich auch mal ein Nagetier. Ich will mit Remy reden. Bleib bitte hier und friss niemanden. Du darfst jetzt gehen. Will ich mich auch wieder umziehen? Das ist hier furchtbar. Okay, zieh dich aus. Alles. Man, das ist auch ein hübsches Kleid. Es ist halt leider weiß und nicht mein Stil. Dadurch, dass es weiß ist. Ach ja. Ich suche mein Kleidchen, mein wunderschönes Kleidchen. Das ist eigentlich auch ganz süß. Aber du seid doch nicht so süß, kleines Schildkröchen. No, das mochte ich auch. Genau, ich hatte das hier. Ah, und das hatte ich auch gekauft. Vielleicht sagen wir das auch heute mal. Das finde ich nämlich auch mega schick. Können wir doch mal bei dem bleiben. Ist denn mein Schmuck noch da? Meine Halskette noch da? Okay, dich kann ich nicht tragen. Ah, okay, weil man hier schon eine Halskette hat, da kann man keine zweite tragen. Ansonsten ist alles da. Cool. Laufen wir doch heute mal so ein bisschen herum. Ich als magische Zirkusdompteurin. Sprich mit Remy, wenn ich da oben schon bin. Da kann ich doch gerade auch noch mal das letzte Land freischalten.
Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Warst du schon in den vergessenen Ländern? Ach, was rede ich? Natürlich nicht. Der Weg dorthin ist von Nachtdorn blockiert. Die solltest du lieber beseitigen. Ja, tu es. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehen auf. Hier, das sieht jetzt tatsächlich irgendwie sehr nach... Entweder nach, so ein Röschen aus? Weil das da hinten sieht nicht nach deinem Röschen aus. Was bist du denn? Du bist ja mal voll süß. Ich habe leider wahrscheinlich nichts, was du gerne isst dabei. Okay, dann nicht. Aber süß bist du trotzdem. Drella hat aber nicht in einem Kürbis gelebt. Ich bin ein bisschen überfragt. Also das sieht schon aus, alles irgendwie sehr, auch mit dem grünen Feuer nach Dornröschen. Aber was hatte da ein Kürbis mit zu tun? Weil wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Magisch. Ich mag das übrigens sehr mit dem... grünen Feuer. Und auch, dass das alles so ein bisschen düster hier ist. Ohne schlammig zu sein. Ich mag den Ort. Und es gibt hier neue Steinchen. Für mich. Und man könnte hier natürlich auch den Verkaufsstand wiederherstellen. Und ja, da ist eine Hütte. Ich sehe es doch. Ich möchte eigentlich auch rein, aber irgendwie auch nicht. Hallo? 5000? Ja klar, komm her. Und dann würde ich gerne eigentlich noch den Brunnen auch direkt freischalten. Sei gegrüßt, Nachbar. Ah, Melika, genau die Person, die ich sehen wollte. Die sonnige Ebene ist voller natürlicher Ressourcen, aber sie ist nicht gerade ein Urlaubsort. Ja, ich glaube, Scar will dich fressen. Mit ein wenig Pflege könnte sie aber ein schöner Urlaubsort für einen anspruchsvollen Reisenden werden. Ach, go. Ja, ich soll natürlich alles wieder herrichten, schön machen, bla bla, kein Bock. Ich muss sagen, das ist so die Quest, die ich am wenigsten mag, irgendwie immer. Stelle so viele Gegenstände her und platziere sie einfach irgendwo. Die Musik hier ist auch schön. Schön düster. Und ja, ich will wissen, wer in dem Kürbis wohnt. Aber erstmal halte ich den Brunnen frei. Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Was? Ein Schurke und seine Reichtümer werden bald getrennt? Welcher Schurke? Bist du jetzt unter die Wahrsage gegangen, Donald? Dagobert. Sei gegrüßt, Nachbar. Wow. Zumindest Stufe 2 kriegen wir für den Verkaufsstand auch noch hin. Jetzt können wir Kürbisse und Kartoffeln kaufen. Und komm, was bist du? Wer bist du? Ich kann da gar nicht einfach rein. Ich will wissen, wer du bist. Wer wohnt denn hier? Ich muss erstmal was verkaufen. Schön, dich zu sehen. Ich kann nicht verkaufen. Wobei, dich behalte ich vielleicht. Den Zitrin kann ich verkaufen, den Kakao kann ich verkaufen. Die Sachen scheinen die Vögel ja gar nicht bestehen. Die Blumen behalte ich mal. Genauso wie das Holz. Und was bist du? Kristall. Ein hübscher, seltener Kristall, der zur Herstellung verwendet wird. Ja, dann verkaufe ich dich nicht. Wenn du so selten bist, ist ja logisch.
muss mir nur ein bisschen Platz machen. Lehm. Hier liegt einfach Lehm herum. Okay. Wie komme ich an die Person, die dort wohnt? Magst du diese Früchtchen vielleicht mehr, die ich habe? Okay, wir hatten uns schon unterhalten. Dementsprechend magst du mich gerade nicht mehr. Muss ich vielleicht mal nachschauen, was Krähen so mögen in dem Spiel? Bedrückt dich etwas? Also, okay, du beschwerst dich über den Verkaufsstand, der von Doofy betrieben wird. Die Waren sind nichts als langweilige, gewöhnliche Gegenstände. Das ist völlig nutzlos, wenn man einzigartigere Zutaten braucht. Du könntest mit Goofy darüber reden. Ich habe mit dieser Person gesprochen. Ich befürchte, dass alle Änderungen, die er vorzunehmen versucht, nicht gerade inspirierend sein werden. Ja, gut. Er ist halt nicht spezialisiert auf böse Tränke, liebe Mutter Gotel. Was mache ich denn? Okay, auf jeden Fall können wir die... ...war ja nicht einfach so ausgießen. Zumindest noch nicht. Da liegt was. Aufheben. Was höre ich denn hier so schreien? Ich fühle mich, als wäre ein Loch in mir. Nein, ich fühle mich, als wäre ich größtenteils ein Loch. Mit nur einem kleinen Teil der Person, die ich einst war. Ich fühle mich so allein. Oh. Uns ging es echt nicht gut, als wir zuletzt in diesem Dorf waren. Schade. Wir müssen wieder was ablegen. Mit dieser grünen Strandhose habe ich in der Gegend nicht gerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Was ist das? Was ist diese Ort und warum sitzt Vajana jetzt dort? Und warum reimt sich das? Oh, der schwarz-weiß-rote Vogel ist hier mal eine echte Schönheit. Silberreifen. Cool, endlich habe ich die auch in Silber und nicht nur in Gold. Du wirst wahrscheinlich keine Kartoffeln mögen, Vogel. Also, was willst du? Keine Ahnung. Wie cool das hier aber alles ist. Du wirst nur so gern, wer hier wohnt. Es ist doch... Für mich ist es halt wirklich sehr dornröschenlastig. Aber bei den Dornen dachte ich ja auch direkt am Anfang schon direkt an Dornröschen. Hat sich ja bisher aber noch nicht so bestätigt.
gehen wir erstmal wieder raus. Und machen die anderen Quests und gehen ein bisschen die Sachen verkaufen, die wir gerade gesammelt haben. Beziehungsweise verstauen wahrscheinlich größtenteils. Da kann der Kristall rein zum Beispiel. Blumen würde ich da vielleicht gerade nicht reinlegen. Du bist für Blumen, aber du bist auch schon voll. Hier ist halt eigentlich für Essen angebracht. Egal, wir schmeißen die Sachen jetzt einfach auch da rein. Es wird ja sowieso alles am Ende angezeigt in der Werkbank. Auch ohne, dass es in der Werkbank liegt. Moment. Ich glaube, ich will erst Eisenbarren herstellen und Sachen verarbeiten. Mir fehlen noch Nachtscherben. Okay. Mehr Silberbarren. Alles, was so geht an Silberbarren. Jetzt fehlt uns tatsächlich die Kohle, die ich die ganze Zeit immer habe liegen lassen. Du weißt einiges über Magie. Ich habe im letzten Jahr eine Menge über meine Kräfte gelernt und über die Naturgeister. Möchtest du etwas? Na, vorher hatten wir. Gehen wir mal mit Wasser. Der Wassergeist wird auch Nock genannt. Er hat die Form eines Pferdes und die Kraft des Ozeans. Wieso erinnert mich das mit dem Meer und dem Pferd an das letzte Einhorn? So ein schöner, aber auch so ein trauriger Film. Der Nock bewacht treu den Zauberwald und wird dich nicht respektieren, bis du dich als würde ich erwiesen aus. Oh, Maui, stimmt. Du hast ja jetzt auch deine letzte Quest. Irgendwann, später, hole ich mir Maui nochmal an meine Seite. Sprich mit Remy, genau das war die Aufgabe. Remy müsste ja eigentlich in der Küche stehen. Ich habe hier so viel Spaß. Warum soll Remy in der Küche stehen? Entschuldigung, er steht ja nicht 24/7 im Restaurant rum. Remy, wo bist du denn gerade? Remy, warte auf mich! Hallo! Hallo, ich muss mit dir reden. Hey, du bist es! Oh, hallo Melika, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du bist zum Essen hier, denn ich habe einige fantastische Sachen auf der Speisekarte. Und da geht es um etwas anderes. Naja, also wir haben einen hungrigen Löwen im Dorf. Einen hungrigen Löwen? Oh nein. Du willst, dass ich für Scar koche? Dem strengsten Essenskritiker des gesamten Tals? Hey, sieh's mal positiv. Du hast schon andere Kritiker überrascht. Positiv. Und von dir überzeugt. Und wenn du Scar überzeugst, dann kriegst du alle überzeugt, wenn er das strengste ist. Er ist so hungrig, dass alle Dorfbewohner für ihn wie Fressen aussehen. Das bedeutet, dass ich auf dem Speiseplan stehe. Lass uns alles unternehmen, um das zu verhindern. Du wirst mir helfen müssen, den Hauptgang vorzubereiten. Ich denke an frisches Sushi. Aber es ist Fisch. Es ist am besten, wenn es gerade erst zubereitet wurde. Ich weiß nicht, ob er Fisch so gern mag. Er hat ja so seltsam reagiert. Ich kümmere mich um den Nachtisch. Hier sind die Rezepte zum Vorbereiten. Yay! Wir lernen Sushi. Hoffentlich sehen wir uns bald. Und irgendeinen Nachtisch.
Sakemaki. Sushi offenbar. Und Tekamaki. So, Tekamaki. Ja, Soja. Reis. Und was ist das? Ja, irgendein Fisch. Okay, die drei letzten Sachen dürfte ich eigentlich irgendwo haben. Und das andere Maki? Wird mir gar nicht angezeigt. Oder übersehe ich das gerade nur? Ikamaki und Sakemaki. Rezepte. Gerichte Tekamaki und Sakemaki. Hängt das verschiedene Maki denn von verschiedenen Fischarten ab? Das Sakemaki. Oh Gott. Dich dürfte ich herstellen können, wenn ich Reis habe. Den Fisch und das andere Ding habe ich. Gucken wir doch einfach mal nach, ob ich die beiden Sachen nicht vielleicht sogar schon herstellen kann. Aber vielleicht muss ich Reis anbauen. Von jedem auch noch zwei. Ja, sicher. Na ja, gut, es geht um Löwen. Um den Satz zu bekommen, ja gut. Du brauchst ein bisschen mehr als so einmal ein bisschen Sushi. Ja, von dir habe ich alles. Da war gerade der Fisch. Ach, und wir haben nicht genug Reis. 5. Ich habe keine Kohle. Das ist ja super. Okay, Mutter Gurtel. Wir müssen Kohle besorgen. Und ich brauche mehr Reis. Würde ich mal vermuten. Wobei, für 4 Essen dürfte das reichen. Okay, wir brauchen nur Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich habe mich immer über Kohle beschwert. Weil ich mir dachte, nee, wer braucht denn das? Wir haben genug, aber nö. Hätte ich sie mal mitgenommen, dann hätte ich jetzt keine Probleme. Dann stünde es gar jetzt nicht kurz davor, meine Leute zu futtern. Futtern, futtern, futtern. Habe einen schönen Abend. Da war keine Kohle dabei, bei dem, was ich eben abgebaut habe. Da ist doch gefühlt immer Kohle mit drin. Wir haben einmal Kohle, wir brauchen mindestens 4-mal Kohle. Ich habe echt nur Stein. Okay. Ich glaube, es ist sinnvoller, woanders abzubauen. Und das Positive beim Steineabbauen ist, dass zumindest immer auch Edelsteine mit abfallen können. Da war jetzt 2-mal Kohle dabei. Zum Beispiel. Und 3-mal. So, wir haben genug Kohle. Das geht halt echt fix.
Also das eine Maki wird kein Problem. Das andere, da muss ich schauen, ob wir den richtigen Fisch dabei haben. Sackmaki, so. Reis, Fisch und Seetang und Kohle. Ich weiß ja nicht, ob der König sich mit einem 3-Sterne-Essen zufrieden gibt. Warum bekommt er ja auch gleich 4 3-Sterne-Essen? So, das A und Rühl-Maki. Sake-Maki war das eben. Decker-Maki. Welcher Fisch ist das? Ich habe keine Ahnung. Steht leider auch nicht dabei. Boah, Angeln. Nee, ich wollte bei Sammlung rein. Sammlung und Angeln, Fische. Das ist so ein länglicher blauer. War das ein Hering, den ich da gesehen habe? Thunfisch. Ich glaube, es ist Thunfisch. Vergessenes Land und Lichtung des Vertrauens. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal ein bisschen angeln. Vergessenes Land und Lichtung des Vertrauens. Gehen wir doch im vergessenen Land. Nee. Vergessenes Land? Gut, jetzt habe ich es direkt wieder vergessen. Das passt. Vergessenes Land und Lichtung des Vertrauens, ja. Wow, ich war irgendwie bei der sonnigen Ebene gerade im Kopf. Beim vergessenen Land hier, meinetwegen. Angeln wir mal da und gucken, was es da so gibt. Ich meine, warum nicht? Ich finde den Ort ja irgendwie echt cool. Erinnert mich auch ein bisschen an Nightmare Before Christmas. Allerdings mehr an. Mehr an. Naja, Dornröschen. Das ist schon mal cool. Oh, und einmal Seetang liegt hier einfach so rum. Dann fehlt hier nur noch einmal der Thunfisch. Wieder eine meiner Angel-Stories erzählen. Aber wir haben hier auch noch Harvestella, wo ich auch noch angeln kann und auch noch Angel-Stories erzählen kann. Also, ich glaube, das erspare ich euch gerade eher mal. Ich will nur diesen Thunfisch. Seezunge. Du siehst irgendwie sehr creepy aus. Ich weiß wahrscheinlich. Du siehst halt einfach creepy aus. Du siehst aus wie ein Fisch mit 2 Augen auf jeder Seite. Aber wahrscheinlich sind die Augen halt nur auf einer Seite und sie schwimmt eher flach. Nee. War auf jeden Fall sehr seltsamer Fisch. Sieht ein bisschen mutiert aus. Da haben wir den 2. Thunfisch. Dann können wir direkt zurückgehen. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt singen muss. Hallöchen. Ich störe nur kurz. Deck
Gamaki. Genau, es war tatsächlich Thunfisch. Schön. Dann das Soja, von dem haben wir auch genug. Seetang und Reis. Da bekommt der König heute noch sein Festmahl. Na, und Remy hat eine neue Quest für uns. Beim nächsten Mal dann. Nee, wir müssen Remy das Essen bringen. Er hat keine Quest für uns. Wir müssen ihm einfach nur das Essen bringen. Remy, wo rennst du rum? Da. Dann bitte nicht weg. Also ich finde so süß, wie Remy aussieht. Ratten finde ich generell, wenn es tatsächlich so zahme Hausratten sind, echt süß. Du hast dich wieder selbst übertroffen, Melika. Es sieht gut genug aus, um in einem feinen Restaurant angeboten zu werden. Wenn du mit dem Hauptgericht beschäftigt warst, habe ich einen Kokoskuchen gemacht, der es gar so voll machen sollte, dass er niemand mehr fressen will. Bringen wir ihm gemeinsam den Kuchen, sicher hat er in der Masse richtig. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er Kokoskuchen essen will. Ich weiß nicht, ob Löwen darauf so abfahren würden, aber hey. Danke. Gleich bringen. Begleite dich. Melik sagte mir, dass du hättest Hunger. Also haben wir auf den Schnelle etwas zubereitet, was dir sicher gefallen wird, oh Gott. Bitte friss ihn nicht, bitte friss ihn nicht, bitte friss ihn nicht. Bitte friss ihn nicht, bitte friss ihn nicht, bitte friss ihn nicht. Der Kuchen sieht schon lecker aus. Heute frisch zubereitetes Sushi und ein Kokoskuchen. Mal sehen. Dieser sogenannte Kuchen. Staubtrocken, geschmacklos und ganz ohne Zebra oder Gazelle. Oh Gott. Ich schaffe ihn mir aus den Augen. Aber das Sushi wäre gut. Aber der Fisch ist akzeptabel. Die Zubereitung ist weitaus interessanter als der zappelnde Karpfen, den ich zuvor bekommen habe. Du hast mich besänftigt. Fürs Erste. Yes. Du hast keine Ahnung, wie erleichtert ich bin, das zu hören. Da bist du ja. Nun, Melika, deine Nachbarn haben sich eine Pause von meinem Hunger nach Fleisch verdient. Du solltest netter zu den Leuten sein, sie könnten deine Freunde werden. Und wenn sie netter zu dir, dann wären sie leichter zu manipulieren. Das wird ihm am meisten überzeugen. Das würde ich ihm gern sagen, aber das wird ihm scheißegal sein. Sind wir mal ehrlich. Er will keine Freunde. Meiner Erfahrung nach nicht. Der einzige Weg, jemanden zum Gehorsam zu bringen, besteht darin, dafür zu sorgen, dass er dich wirklich fürchtet. Wenn du meinst. Oh, neue Quest von Scar. Direkt im Anschluss? Sei gegrüßt. Ich habe eine kleine Angelegenheit mit dir zu besprechen, die mein Gebiet betrifft. Komm mit. Aber ich kann damit. Wo liegt das Problem? Sag mir, hast du in einem ach so vollen Terminkalender einmal Zeit genommen, um die sonnige Ebene zu erkunden? Moment, was rede ich da? Du gehst hier immer auf Nummer sicher. Nun, wenn du dir die Mühe gemacht hättest, wüsstest du, dass das Gebiet eben mit Knu-Knochen übersät ist, ja? Ich weiß. Hast du sie gefressen? Glaubst du wirklich, dass ich, wenn ich mich von Knus ernähren würde, diese Nagetiere bitten müsste, mir Essen zu kochen? Es gab noch nie Knus auf der sonnigen Ebene, aber es hat immer Knochen gegeben, was? Irgendwie tauchen sie einfach von Zeit zu Zeit auf. Auf meiner Ehre. Das ist seltsam, aber ich schätze, viele Dinge im Dreamlight Valley sind ziemlich seltsam. Bevor du weggingst, war das kein Problem. Du warst sehr gut darin, die Knochen auszugraben und sie zu entfernen. Natürlich war deine herrschaftliche Schaufel damit damals besser. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es etwas mit diesem aufgeblasenen Dagobert Duck zu tun hatte. Er konnte deine Schaufel auf irgendeine Weise verbessern.
Hört sich gut an. Ich werde mit Herrn Duck darüber reden, meine Schaufel zu verbessern, damit wir die sonnige Ebene säubern können. Du hast es geschafft. Oh ja, cool. Ich freue mich drauf, egal was Gas sagt. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute und wir sehen uns dann mit Dreamlike Valley übermorgen wieder. Morgen kommt wieder Harvestella. Und ja, andere Videos, Dragon Age zum Beispiel, Dragon Age Inquisition, Demos, Sims, Shots. Ihr findet genug zur Unterhaltung auf meinem Kanal. Schaut gerne rein und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye!